Nehmen wir doch mal an, ich habe hier eine Rampe aus Eis. Das hier ist unsere Rampe aus Eis. Und ich mache alles in diesem Video jetzt hier aus Eis, das Eis, damit wir die Reibung vernachlässigen können. Und sagen wir mal, unsere Rampe aus Eis hat ein Gefälle von, nehmen wir 30 Grad. Und auf unserer Rampe aus Eis ist auch noch ein Block aus Eis. Ein Block aus Eis. So, der glänzt natürlich auch, wie das Eis nun mal so macht. Und sagen wir, unser Block hat eine Masse von 10 Kilogramm. Und ich möchte in diesem Video mal überlegen, was würde denn mit diesem Block aus Eis passieren, wenn er wirklich auf so einer Rampe aus Eis sitzen würde, die ein Gefälle von 30 Grad hat. Und da fangen wir am besten erstmal damit an, dass wir gucken, welche Kräfte wirken denn auf diesen Block aus Eis. Und das Erste, was uns natürlich einfallen könnte, wäre, nun ja, er hat eine Masse und wir sind wieder mal auf der Erde, davon gehen wir immer aus. Also wirkt auf jeden Fall eine Gravitationskraft senkrecht nach unten. Und wir wissen ja bereits, dass die Masse 10 Kilogramm ist. Das heißt, wir wissen ja sogar, wie groß unsere Gravitationskraft ist, die auf diesen Block wirkt. Wir wissen ja, dass, ich schreibe es mal hier oben nochmal hin, wir wissen ja, dass sich die Kraft aufgrund von Gravitation berechnen lässt mit m mal g. Also mit der Masse mal der Fallbeschleunigung. Das hier ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, wir haben 10 Kilogramm mal minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Und das ergibt minus 98 Kilogramm Meter pro Quadratsekunde. Und das ist ein Newton. Also wissen wir, ich lasse das Minuszeichen mal weg, damit das ein bisschen übersichtlicher bleibt. Also wissen wir, dass das hier eine Länge hat von 98 Newton. So, und jetzt sehen wir ja, dass uns eigentlich ja nicht wirklich die Kraft hier interessiert, sondern uns interessiert ja eigentlich die Kraft oder der Teil der Kraft, der den Block in die Richtung hier schiebt. Und uns würde auch der Teil dieser Kraft interessieren, die senkrecht auf diese Ebene zeigt. Und das haben wir im letzten Video bereits einmal gemacht, und zwar ein bisschen allgemeiner. Das wollen wir in diesem Video auch nochmal machen mit unserem Zahlenbeispiel hier. Also wir brechen diesen Vektor jetzt hier auf. Einmal in den Teil der Kraft, der senkrecht auf die Ebene zeigt oder der senkrecht auf der Ebene steht. Also der Teil. Das ist, glaube ich, ein bisschen lang geworden. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Also der Teil hier. Und wir wissen ja bereits aus dem letzten Video, dass dieser Winkel hier oben, ist der gleiche wie der Winkel hier unten links. Das heißt, wir wissen, dass wir hier oben haben wir auch wieder 30 Grad. 30 Grad. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch die. Oder warte, wir machen das Dreieck erstmal noch vollständig. Wir haben ja das hier, ist unsere Kraft, die senkrecht auf den Block wirkt oder senkrecht auf die Ebene wirkt. Und wir haben noch eine Kraft, die parallel dazu wirkt. Die könnte ich jetzt hier oben einzeichnen, aber einfach nur, damit das ein bisschen besser vorstellbar ist, was wir hier eigentlich überhaupt gerade machen, zeichne ich das mal hier unten ein. Hier unten. Vektoren können wir hinzeichnen, wo wir wollen. Und das hier oben ist ja ein rechter Winkel. Das hatten wir ja gesagt, weil die Kraft ja senkrecht auf die Ebene wirken soll. Und wenn das hier ein rechter Winkel ist, dann ist das hier unten natürlich auch ein rechter Winkel. So, und wenn wir das jetzt wissen, dann können wir auch berechnen, wie groß diese beiden Komponenten von der Gravitationskraft sind. Das haben wir, wie gesagt, im letzten Video schon allgemein gemacht. Und diesmal machen wir es nochmal mit den Zahlen direkt. Also diese orangene Linie hier, die muss ja so groß sein wie die Hypotenuse, also 98 Newton, mal dem Kosinus von dem Winkel, weil das hier die Ankathete des Dreiecks ist. Du musst dir nur vorstellen, dass das ein Dreieck hier ist, und dann brauchst du einfach nur noch ein bisschen Trigonometrie und dann haben wir die Lösung auch schon. Also 98 Newton mal dem Kosinus von 30 Grad. Und analog dazu ist das hier unten natürlich. Das ist ja dann die Gegenkathete zu dem 30-Grad-Winkel. Also muss das hier unten ja 98 Newton mal dem Sinus von 30 Grad sein. Mal dem Sinus von 30 Grad. Und wie gesagt, das hier, das kennen wir mit Sicherheit jetzt mittlerweile. Das ist Wurzel 3 halbe, der Kosinus von 30 Grad. Und der Sinus von 30 Grad ist 1 halb. Und also das ist natürlich keine Zauberei, dass ich das jetzt hier rauskürze. Du kannst es jetzt dir auch selber herleiten, wenn du dir dann 30, 60, 90 Dreieck aufzeichnest und mal guckst, wie lang die Seiten dann sind, dann wirst du sehen, dass das wirklich immer so genau hinhaut. Und ich schreibe es mal am besten hier rechts nochmal hin. Also der Teil der Kraft,
der Gravitationskraft, der senkrecht zur Ebene steht, der Wert davon, der ist 98 mal Cosinus von 30 Grad, also 98 mal Wurzel 3 halbe und 98 durch 2, das sind 49 mal Wurzel 3 Newton. Und entsprechend dazu haben wir natürlich die Kraft hier unten, die parallel zur Ebene wirkt, die also den Block nach unten zieht oder nach unten schiebt, mehr oder weniger, je nachdem wie man sehen möchte. Also Fg parallel zur Ebene, das soll einfach nur parallel heißen und das hier heißt senkrecht zur Ebene. Das sind 98 mal 1,5, also einfach nur die Hälfte, sind genau 49 Newton. So, jetzt kennen wir also alle Kräfte, oder andersrum, wenn wir jetzt annehmen würden, dass das alle Kräfte wären, die auf dem Block wirken würden, dann wäre ja auf jeden Fall Newtons erstes Gesetz verletzt. Wir wissen ja, wenn nur diese Kraft hier auf den Block wirken würde, würde das ja bedeuten, dass der Block in diese Richtung beschleunigt werden müsste. Aber offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Er bleibt ja trotzdem auf dieser Oberfläche, auf dieser Rampe aus Eis. Und das liegt ja daran, dass die Oberfläche von dieser Rampe auch eine Kraft auf unserem Block aus Eis ausübt. Und ich weiß, du vermutest wahrscheinlich schon, welche Kraft das sein wird. Also wir haben eine Kraft, die genau entgegengesetzt zu diesem Block wirkt. Und die ist natürlich genauso groß, weil der Block ja, er beschleunigt ja weder in diese Richtung nach oben, also von der Ebene weg, noch in die Ebene rein. Also muss die ja genauso groß sein wie diese Kraft hier unten. Und die Kraft war 49 Wurzel 3 Newton. Also das hier ist unsere Normalkraft, die Ebene auf unserem Block ausübt. Und der Wert davon ist genauso groß wie der Teil, der natürlich in die Ebene zeigt. Wie gesagt, sonst würden wir in eine der beiden Richtungen beschleunigen. Und das tut der Block ja offensichtlich nicht. So, also wir wissen schon mal, dass in diese Richtung wird nichts passieren. Der Block wird immer auf der gleichen Höhe sein in Relation zu der Ebene. Was ist denn aber mit der Kraft hier unten? Also vielleicht der Anschaulichkeit halber zeichne ich sie nochmal ein. Also dieser gelbe Vektor hier unten, den zeichne ich mal hier oben nochmal ein. Aha, ich denke, das kriege ich besser hin. So, der hier oben ist ja 49 Newton. 49 Newton. Und jetzt müssen wir uns mal fragen, hat der denn eine Kraft, die gegen ihn wirkt? Und wir hatten ja schon gesagt, wir gehen davon aus, ich schreibe es vielleicht nochmal hin, wir gehen ja davon aus, dass es hier keine Reibung gibt. Wir haben keine Reibung, deswegen haben wir ja alles aus Eis gemacht und dann kann man das eigentlich auch annehmen, das ist, liegt recht nahe. Und wenn es hier keine Reibung gibt und der Luftwiderstand auch so klein sein würde, dass man ihn nicht merken würde, dann hätte diese Kraft hier ja keinen Gegenspieler. Also es würde keine Kraft geben, die diese Kraft hier aufhebt. Das heißt, der Block würde unwillkürlich, ob er möchte oder nicht, anfangen nach unten, also in diese Richtung, in die der Pfeil hier zeigt, in diese Richtung wird der Block anfangen zu beschleunigen. Und jetzt können wir noch gucken, ob wir uns sogar ausrechnen können, wie groß denn diese Beschleunigung ist. Wir wissen ja, dass sich die Kraft berechnen lässt aus Masse mal Beschleunigung. Jetzt können wir mal gucken, was haben wir davon schon. Wollen wir haben. Wir wissen, dass der Block 10 Kilogramm wiegt. Und wir kennen ja nun die Kraft auch, die in diese Richtung wirkt. Das sind 49 Newton. Das heißt, wir stellen uns das Ganze einfach nach A um. Wir teilen also beide Seiten durch M. Das durch M geteilt und das durch M geteilt. Dann kürze ich das hier raus. Und wir wissen jetzt, dass sich die Beschleunigung berechnen lässt mit der Kraft durch die Masse. Und wie gesagt, die beiden Angaben haben wir ja. Das ist also das gleiche wie 49 Newton. Ich schreibe es mal in Gelb hin, damit du später noch siehst, woher das kam. Also 49 Newton, das ist ja die Kraft, die in diese Richtung wirkt, von wo wir jetzt die Beschleunigung berechnen wollen. Und das Ganze teilen wir durch die Masse von unserem Eisblock. Das sind 10 Kilogramm. 10 Kilogramm. Und das ergibt dann 4,9. Und Newton durch Kilogramm, wie gesagt, Newton ist ja eigentlich nur eine Abkürzung für Kilogramm mal Meter durch Quadratsekunde. Und wenn du hier oben stehen hast, mal, also Kilogramm mal irgendwas und hier unten hast du durch Kilogramm, dann kürze ich das raus und uns bleibt noch Meter pro Quadratsekunde. Und das ist ja genau die Einheit, die wir auch haben wollen für Beschleunigung. So viel dazu. Kleines Gedankenexperiment für dich noch, du kannst ja schon mal drüber nachdenken. Wir werden das dann im nächsten Video nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Stell dir doch mal vor, das würde jetzt nicht so sein, dass der Block nach unten beschleunigen würde. Das heißt, aus irgendeinem Grund würde der Block einfach stehen bleiben, obwohl alles genauso auf ihn wirkt, wie wir es jetzt hier eingezeichnet haben. Welche Kraft wäre es denn, die den Block davon abhalten würde,
nicht nach unten zu rutschen. Also welche Kraft würde dieser Kraft hier, die wir jetzt hier in gelb eingezeichnet haben, also die Kraft, die parallel zur Ebene ist, welche Kraft würde genau dieser Kraft entgegenwirken? Und wie gesagt, im nächsten Video können wir da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.